Oh nein. Es wird. Okay, haltet euch gut fest. Oh shit. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Ja, okay, dann geht's halt nicht da weiter. Aber wie macht man das? Muss ich das wieder die Treppen nutzen oder was? Oh, okay, Mann. Hier steigen wir aus, Junge. Ja, steigen wir halt aus. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Weh. So, was haben wir denn hier? Erstmal. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Das ist natürlich die stabilste Tür ever. Das sieht man doch. Was haben wir hier? Ah ja. Ein Jagdhorn. Das wollte ich schon immer haben. Hier können wir nicht rein. Ja. Okay, und da ist auch nichts. Alles klar, wir gehen da rein. Dieses Nebenkapellchen hier, wahrscheinlich auch Verbindungstunnel da, dahin. Was haben wir denn hier? Ah ja. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Eine Mauer. Aber die Mauer muss weg. Verdammt. Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Vorsicht. Achtung! Verdammt! Ich sag doch Achtung! Sagt der, der nicht in Deckung gegangen ist. Brauchen wir denn noch was? Nee. Aber da waren da ein paar Stück davon. Beeilung, ihr zwei! Sam, warte! Warum so schnell? Hey, was ist mit dem? Oha. Victor, hier lang! Ganz schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Wetten? Die Leute kommen gleich hinterher. Das ist dieses typische. Naja, sind die wieder hier. Bei uns. Hundertprozentig. Der nicht mehr Hand und Feuer, dass die. Als die Dame da wieder kommt. Mit ihrem Kung-Fu-Style. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! So. Bester Umweg genommen. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist ja unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrell und das Richard Wand. Hm. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht?
Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Du musst am Penis ziehen. Ja, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Hm? Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! War ja klar. Das war ja klar, wie klug sie. Scheiße! Ein Hinterhalt! Alles klar! Halt einfach mal. Waren das alle? Hoffen wir. Herr Jemine. Bist du okay? Ja, ja, alles gut. Sam? Ja, hier drüben. Wo hier drüben? Also da drüben. Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Was ist das? So, ich habe gerade gegessen, deswegen kurzer Schnitt. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3 und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan, wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Vor allem, woher wissen die, dass alle etwas das... abgenutzt. Genau da, das passt. Wie kamen die Bösen bis dahin? Sicher, es könnte auch das hier sein. Ach, Mist. Egal. 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Ja, aber woher wissen die denn das denn? Die sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verstehe ich nicht ganz, wo die hin müssen. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Oh, nächstes Kapitel endlich mal. Sichtbar und doch verborgen. Kapitel 11. Okay, da ist unser Turm.
Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt ist? Cool, ist man in der Stadt irgendwo. Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Guck mal durch. Ich muss hier mal durch. Heißt du durch den Schweizer durchquetschen geht aber hier nicht, oder was? Ich teste nur Möglichkeiten aus. Sorry. Was steht da? Rakoto und Co. oder was? Rakoto Co. Das sieht irgendwie aus, ob man da reinkommt. Wegen dem Weißen. Da oben am Zaun. Cool, Mr. Wien ist auch hier. Cool. Na dann. Ist wahrscheinlich hier wieder so ein Areal, wo man halt nicht begehen kann, ne? Ah, hier werden viele Leute dargestellt. Da. Hier durchquatschen geht, ja. Verzeihung. Feier Zeigung, ich bin fett. Was ist das für ein Haus? Kann man hier klauen? Hey, oh, Attention! Attention! Ich will die Knarre raus. Puh, darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Das wäre krass, wenn er auf einmal mit der Knarre. Sorry. Attendez-vous tout. Krass, der geht auch vor. C'est ça. Vous avez compris, en fait. Das war cool. Ich könnte eigentlich dazwischen gehen. Ja, und der, ja, guck mal. Alle warten hier, aber ja, ja. Hm. Ich stehe da mal hier. Ich nehme doch keine Leute an. Der kann der was machen. Was ist das denn? Na, ihr habt ihr ein Piraten. Ich hab gedacht, das wären Figuren. Hey, nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh, oh Mist. Tut mir leid. Ich helfe Ihnen. Ja, super. Mein Fehler. Alles Gute. Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Du halluzinierst. Ah, das glaube ich nicht. Na, dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. Was ist denn hier hinten in der Ecke? Kann man scheinbar durch. Aua. Ah ja. Siehste? Und hier hoch. Aber da oben waren wir ja eh so schon. Guten Tag. Vorsicht. Was hier? Oh, das stammt aus Averys Zeit. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Ach, kommen Sie schon. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Der hat nur 200. Stil. Hast du mir sehen? So feilscht man. Wenn du das sagst. Hey. Verzeihung. Attention. Cool, aber was verhandelt? Ein Waschbär. Ah nee, es ist so ein kleines Kerlchen. Wie geht's dir? Oh. Halt. Der Turm. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Lemur, komm, genau. Sag hallo. Von Madagaskar. Niedlich. Von Madagaskar. Das ist hey, oh. Hey, Sally. Er ist wieder da. Ich war erschrocken. Hallo, hey, weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund an. Darf ich ihn Victor nennen? Hm? Sicher. Nein, hey, soll ich dir eins von denen kaufen? Hey. Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft. Das leichte Shirt.
Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Er hat recht. Das riecht gut. Ja, ich fahre rüber, geht und schnuppert. Ist dir hingefallen? Hallo? Ja, so ein Verkaufsmarkt, ne? Gleich mal Trick-Tour hier. Traditionell. Ja, hier ist wahrscheinlich zu, oder? Hey, na bitte. Verschlossen. Na klar. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Ah, hier rechts ist auch ein Weg. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon. Warum ist hier gar keiner? Das verstehe ich nicht ganz. Warum ist hier keiner? Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Wieso ist hier keiner? Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Drin. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Ist das alt hier. Da ist es richtig verlassen. Edward Englands Siegel, wie ist auf der Karte? Eine Waage. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Da wächst schon Gras. Oder? Nee, ist nix. Oh, hier ist doch was. Cool. Cool. So. That's big. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, das stimmt. Was muss ich hier machen? Na, wollen wir wetten? Das ist hier so ein Rätsel. Skorpion. Kerl mit einem großen Krug. Tierkreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Ah, und der Stier. Ja, vier Zeichen. Und vier Glocken. Da oben. Und die Dinge auf dem Boden in der Mitte sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Oh. Was jetzt? Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Geht klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Hey, Sam. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Was machen wir denn jetzt? Okay, man kann nicht hoch sein. Okay. Komm ich jetzt so? Wie kann man denn jetzt nochmal hoch? Fällt er. Klettert er hoch? Ich verstehe es nicht. So, ich bin ganz am Testen am. Welche Tasten, Alter? Das ist so kompliziert gemacht. Du musst das hier machen. Und dann musst du. Hallo? Ja, du musst einfach drei Tasten drücken. Hab ich schon mal gemacht oder so? Das ist so komisch gemacht. Bin gleich zurück.
Ich bin gleich zurück. Und jetzt? Weil mir das steht immer so ein Hinweis, ja, du musst da an dem Seil ran. Ja, weiß ich schon Bescheid, ne? Komm schon da ran. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, okay. Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. So, und jetzt? Ah, okay, warte. Boah, das war aber knapp, Alter. Schnell weiter. Das war echt knapp. Und das auch. Das war viel zu knapp. Ja, sag ich doch. Okay? Ja, schon los. Ach, krass. Ein Zahnrad selber hochklettern. Warte. Ja. Auf der anderen Seite. Ah ne, jetzt bin ich ein bisschen höher, ne? Ja, nicht, dass die Finger dazwischen sind, ne? Boah. Alter, die sind die Finger wirklich dazwischen. Das juckt dem auch nicht. So, wir haben ein Rad. Skorpion. Avery war bestimmt Skorpion. Das war echt laut. Hey, Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, so. Ich gehe zur nächsten. Kommst du da ran? Einmal. Der Wassermann, ne? Warte, ich muss gerade niesen. Und? So, sorry. Heißt den dürfen. Hä? Hey, wo ist dein Bein? Den dürfen wir nicht machen. Mann! Fahr mich das ab. Ah, die sind alle hier. Mal, da müssen wir ja irgendwo anders ran. Müssen wir vielleicht hier? Da. Wir müssen wahrscheinlich runter, ne? Weil wenn ich da runtergehe, glaub nicht, dass ich das überlebe. Boah. Hey. Was ist da los? Mein Gott. So, Wassermann. Durchweg nette Menschen. Ja. Oh Mann! Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Wie steht's? Der Löwe. Leo. Also da. So. Jetzt können wir auch da lang. So. Löwe. Ich hatte mal was mit einer, die war Löwe. Okay. Interessant. Ich bräuchte Ohrstöpsel. Löwe ist offen.
Okay, dann noch der Stier. Okay, nur noch eine. Das ist nicht so schwer, aber ist halt ein Balanceakt, ne? Komm schon da hin. Geht nicht. Die kommen auch nicht lang. Ja, ja, ich hab's gesehen. Komm ich wieder zurück, oder? Hey? Komm da nicht mehr hin. Ich muss an diesem Gewicht hochfahren. Das geht wieder nach oben. Ja, so jetzt aber. Hey, warte mal. Ein Stier brauche ich. Hey? Ah, da oben ist der Stier. Aber wie komme ich da hin? Komme ich dahin? An dieser Glocke da. Boah. Junge. Wie krass ist das denn? Okay. Oh. Ich habe mich schon angeschissen. Hey Sully, was von Sam gehört? Auch nicht. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. So, jetzt haben wir's aber. Danke. Hey, das war's. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Ein Piratensymbol. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Ich warte, da hoch? Ich geh da hoch. Okay, pass auf das Fahrräder. Gut. Ah. Los geht's. Nein, hey, warum springt der nicht? Also, weil der geschienen hat. Schnell weiter. Oh shit. Oh, Junge, Junge, Junge.